bitte um Almosen in Allahs Namen. Almosen in Allahs Namen. Almosen in Allahs Namen. Was machst du denn hier, hä? Das ist mein Platz. Also los, verschwinde gefälligst. Mein lieber Freund, ich habe hier schon lange nicht mehr gelegen, das ist wahr. Aber trotzdem gehört dieser Platz mir. Schon mein Vater hat hier gebettelt und vor ihm mein Großvater. Dies ist der angestammte und vererbbare Platz meiner Familie. Es hat schon immer jemand von uns hier auf einem Nagelbrett gelegen, lange bevor diese Mauern da gebaut wurden. Schmerz ist heilig, ich bin heilig, gebt Almosen und ich bete für euch. Schmerz ist heilig, ich bin heilig, gebt Almosen und ich bete für euch. Würdest du für mich beten, wenn ich dir zwei goldene Dinare gebe? Zwei goldene Dinare? Nun, dafür bete ich bis zum Morgengrauen. Ich bete um alles, was du willst. Sag, du bist wohl unterwegs irgendwo ins Wasser gefallen. Ich habe gehört, dass deine Vorfahren hier schon gebettelt haben, bevor die Mauer gebaut wurde. Es würde mich interessieren, etwas über die Mauer zu erfahren. Du wirst mir doch wohl nicht einreden wollen, du seist ein Student der Architektur, oder? Man erzählt, dass es versteckte Türen, Gänge und geheime Öffnungen in dieser Mauer gibt. Ich weiß nichts darüber. Wer bist du eigentlich? Hier, ich biete dir drei goldene Dinar für eine kleine Auskunft. Ihr seid doch Prinz Moluk? Nein, leider nicht. Doch, ich weiß, dass ihr es seid. Ich kenne euch und vielleicht erinnert ihr euch auch an mich, denn ich lag früher vor dem Palast eures Vaters in Fador. Ich erinnere mich noch ganz genau an euch. Als ihr ein kleiner Junge wart, habt ihr jedes Mal gestaunt, dass es mir nicht wehtat, auf dem Nagelbrett zu liegen. Also, was kann ich für euch tun? Kennst du irgendeinen Geheimweg, der in den Palast führt? Vielleicht. Dann zeig mir diesen Weg. Ich gebe dir dafür vier goldene Dinare. So wie ich wieder Geld habe. Ein gefährliches Unternehmen. Sicher entdecken uns die Wachen, das kostet uns das Leben. Na schön, versuchen wir es trotzdem. Hier entlang.